Ja, guten Abend. Wir sind Cornelia Meyer und Hannelore Schade vom Netzwerk Willkommen in Neuwulmstorf. Wir stehen hier stellvertretend für rund 40 ehrenamtlich Aktive, die Flüchtlinge in Neuwulmstorf seit knapp 2 Jahren unterstützen und begleiten. Das tun wir mit Herzblut und Begeisterung. Mit Begeisterung deshalb, weil wir festgestellt haben, was wir hier für tolle Neubürger bekommen haben. Und es freut uns besonders, dass so viele von euch heute gekommen sind in die Kirche. Da oben auch. Vielen Dank. Und genauso herzlich danke an Sie, liebe Gäste, die gekommen sind und heute Abend ein Zeichen der Solidarität setzen, ein Zeichen des Mitgefühls, weil diese Menschen, die inzwischen nicht immer überall willkommen geheißen werden, Schweres hinter sich haben, Dinge erlebt haben, von denen wir zum Teil nicht zu träumen wagen. Und sie verdienen unsere Unterstützung und unsere Solidarität. Vielen Dank für dieses Zeichen. Wir freuen uns besonders, dass die Spenden eben statt des Eintrittsgeldes sozusagen unserem Netzwerk und damit den Flüchtlingen zugutekommen. Wir brauchen dieses Geld vor allen Dingen für Sprachförderung. Wir haben schon unzählige Bücher angeschafft. Die Flüchtlinge sind sehr begierig darauf, die deutsche Sprache zu lernen, weil wir festgestellt haben, Integration ohne Deutschkenntnisse funktioniert nicht vernünftig. Wir kaufen also jede Menge Bücher, jede Menge Bildwörterbücher. Und wir brauchen Geld für Ausflüge, für Aktivitäten, für verschiedene Dinge. Also herzlich danke für Ihre Spende. An dieser Stelle jetzt endlich ganz herzlich danke an Silvia Karasch, Björn Kempke und Hannes Wirz für die Initiative zu diesem Konzert und die Organisation. Und ja, wir freuen uns sehr, dass auf diese Idee hin heute das Konzert stattfindet und die Kirche eben trotz Konkurrenzveranstaltung so voll ist, wie sie ist. Ja, dann ebenso herzlich danke an alle Musiker, die Kleinen wie die Großen, die heute ehrenamtlich hier ohne Gage auftreten und uns einen schönen Abend beschert. Ganz herzlichen Dank. Dann ein herzliches Dankeschön an in Abwesenheit, leider aktuell noch, und an unser großartiges syrisch-irakisch-deutsches Vorbereitungsteam, was die arabischen Häppchen betrifft, die in der Pause ab etwa 7:45 draußen kredenzt werden. Da freuen wir uns auch über eine Spende und möchte an dieser Stelle auch nochmal dem Gewerbeverein Neuwulmstorf, speziell Edeka Warnke und Herrn Kockmann, Danke sagen, weil sie uns schon mehrfach mit diesen Spenden für die Lebensmittel unterstützt haben. Und last but not least, also ich wünsche natürlich allen einen schönen Abend, viel Spaß und wir möchten Sie auffordern, heute diese gute Gelegenheit zu nutzen mit den, wir sagen immer ungern jetzt Flüchtlinge, mit den Bewohnern oder den neuen Neuwulmstorfern ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Sie verpassen etwas, wenn Sie sie nicht kennenlernen. Vielen Dank.